Hallo Leute, willkommen zur Folge von Rem Royal. Und in der heutigen Folge werden wir ein wenig Squad spielen, weil ich einfach Bock habe und ja, alleine gegen Squad. Und ich merke, ich bin ein wenig energievoll, was ironisch ist halt. Also ein wenig Ironie halt. Inhalt, denn ich Pisser bin gerade, während ich aufnehme. Warte, wir sind, wie viele Leute ist es gerade bei mir? Also es ist 16:49. Während wir hier aufnehmen, bin ich fast 29 Stunden schon wach. Ja, Trischke, 29 Stunden, das heißt meins. Ja, der gute alte Luca hat die scheiß Nacht durch. Wollt ihr das? Nein. Aber mein Körper denkt so, nee, komm, ich will einfach nicht mal schlafen. Der kann scheiß gehen. Und dann noch gerade an meinem schönen Scheiß-Montag, wo er Schule hat. Moins. Ich rede aber hier und nehme ich mir, als hätte ich jetzt, was soll ich, 20 Stunden schlafen. Das ist einfach schwarze Magie auf seinem höchsten Niveau. Ich weiß nicht warum. Aber ja, was willst du machen, ne? Das ist einfach wirklich nur seltsam. Ich bin vor fucking 29 Stunden fast wach und ich bin nämlich, als wäre ich hier fucking am. Als hätte ich schon 20 Stunden geschlafen. Nehm jetzt auf, halt, dann. Ich bin wirklich hellwach. Aber ich werde, sobald ich am Abend ins Bett mich liege, dann bin ich ganz schnell weg, wahrscheinlich vom Fenster halt. Und dann bin ich ganz schnell am Schlafen. Und seit dem letzten Rem Royal Video gab es auch wieder mal ein Update. Warum ist die Qualität so scheiße auf einmal? Also ich weiß, dass ich die etwas lauer eingestellt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Scheißcap nicht so gut, so schlecht ausgesehen hat letztes Mal. Was soll denn das? Schatten etwas, okay. Nein, Texturen. Ah, es hat sich gefixt, okay. Dann ist ja alles gut. Und ja. Ich bin einfach jetzt fucking 29 Stunden fast auf. Ach du Scheiße, wie bekomme ich das manchmal eigentlich hin? Morgen ist dann der schöne Dienstag, wo ich dann nochmal bei meinen Großeltern halt gehe, dann essen das so. Und nochmal einmal beim Koffer. Das heißt, in der Fortnite-Folge, die am Mittwoch normalerweise kommen soll, sollte ich wahrscheinlich auch. Nee, nicht. Nein, dann in der neuen Reaction-Teil-Folge. Die am Sonntag normalerweise sollte kommen, halt wird die meine neue Frisur, also wirklich neu die Frisur sehen, aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine, ne? Aber ja. Und wir sehen wieder, wie sie aussieht, wenn sie geschieden ist, diese Missgeburt. und erst kürzlich, nämlich gestern, habe ich auch noch mein fucking Bad wieder abgeschnitten bekommen. Ja, abgeschnitten bekommen, das heißt, meine Mutter mir geholfen, ja, ich bin darüber ehrlich, ich bin einfach ein unfairer Spaß. Okay, vielleicht willst du mir auch nicht beileiden, weil ich einfach mein fucking Bad nicht abschneiden will. Das nervt mich. Ich will das halt wachsen lassen. Meine Eltern sind voll, vor allem meine Mutter einfach voll dagegen. Das nervt. Auf jeden Fall dort einen anständigen Bart wachsen lassen. Dann sehe ich wenigstens erwachsen aus. Das sieht wie 12 noch immer aus. Mit so einem keinem Bart einfach, Alter. Das wird stressig. Warum bekomme ich die Waffe zweimal? Ah, leg mir doch. Ach, was kann ich eigentlich? Ach, stimmt nix. Habe ich denn gerade einen Headshot verpasst? Stellt dabei etwas mit Teams. Komm her, Bruder. Blitz sehr fix. Bruder, das ist ja gar nicht stressig hier, Kappa. Ach, Scheiße, was habe ich mir eigentlich wieder angetan? Moin, ich bin zu alt! Oh Gott! Das ist eine richtige Scheiße, dass ich auch hier bin, ne? Zeig mir deine Fresse. Ich schlag dir eins. Ins Fresse. Grammatik mit mir, aber reden mal, ne? Warte, ich hab ne Idee. Wenn der reinkommt, verpasse ich ihm eine. Moinsen!
Ja, habe ich mir wenigstens einmal gehittet. Oh, nice! Ach, scheiße, das ist mein Ende, das ist mein Ende. Ihr kriegt mich nie! Sagt und hängt am fucking Stein fest. Bin ich ein Profi oder bin ich ein Keck? Ich würde es heute sagen, meine Güte. Ich bin nicht existent. Hallo! Ich habe einmal gehittet. Komm her, Bruder. Ja! Ich habe ihn auch bekommen. Bruder, muss los! Scheiße, das ist mein Ende. Nein, ah, fuck. Egal, ich hab die anderen bekommen. Wenigstens das. Scheiße. Okay. Aber ich hab voll vergessen, am Anfang noch Shocking Scheiß Teams gespielt. Ich dachte mir so, warum schießen die zwei sich nicht an? Und dann habe ich realisiert, oh Scheiße, ich bin ja in Teams. Ah, oh, das typische von mir. Ja, okay, das ist ein Nachteil, wenn man 29 Stunden wach ist. Deine Sprachkünste sind noch schlimmer wie sonst. Und dein Gehirn bleibt öfters mal hängen. Das Beste war noch heute, ich hatte 2 Stunden. Ich hatte einfach heute, weil der Tag für am meisten Stunden hatte, einfach. Was mache ich? Ach komm! Oh, besser kann nicht wirklich ich, was... Ich wollte ja eigentlich nicht die Nacht durchmachen, das war ja gar nicht mein Plan. Aber ja, was willst du machen, wenn das Leben halt so unfair zu dir ist? Oh, Junge. Was machen 14-Jährige so? Machen, okay, ist jetzt um richtig Mädchen zu sein, machen das cool und alles so. Was mache ich? Ich bin 29 Stunden wach und nehme jetzt ein Video auf und bin irgendwie voll mit Energie. Gut. Oh fuck, ich hab gerade meine Flasche gedroppt. Und ist sie sogar gelandet. LOL! Ich glaube, sollte öfters Videos in so einer Kondition aufnehmen, oder? Da scheint ich ja im kompletten Verrückt-Modus zu sein. Witzig ist das erste Mal, wo ich eine Nacht eine Nacht nicht geschlafen habe und dann noch am gleichen Tag Schule hatte. Da war ich übelst K.O. dem Tag. Ich bin einfach dann halt, ich weiß, dass ich in der letzten Stufe den Tag fast eingeschlafen bin. Und dass ich dann bei meiner Oma gegangen bin halt. Und da bin ich einfach nach meinen Hausaufgaben oder was auch immer ich gemacht habe, direkt eingepennt einfach. Und ich war weg. Bis halt ich nach Hause musste halt. Weil meine Mutter mich gesucht. Suchen gekommen ist. Oh Junge. Oh, das war etwas. Und jetzt hab's einfach mal geschafft. Hab 2 Stunden Französisch überlebt. Auch wenn die erste eigentlich ziemlich witzig war. Oh Junge. Es war eine ziemlich interessante Französischstunde. Zum Glück war die 2. Stunde größtenteils einfach nur Server, das war zu unserer Hausaufgabe zu machen. Ah, wir hatten Server und konnte deswegen auch Musik hören, meine Güte. heute ist einfach sind meine Sprachkünste komplett immer, ja. Macht man aber auch Sinn. Mit dieser Kondition, der ich bin hier. Aber ja. Dann hatte ich danach, was hatte ich danach? 2 Stunden halt Aufsicht halt, weil ich hatte normalerweise 2 Stunden Kunst, aber unser Lehrer war nicht da aus irgendeinem Grund. Vielleicht muss mit irgendwann treffen, ist etwas dazwischen kommen, was weiß ich. Vielleicht ist er krank, ich weiß ja nicht. Oder krank ist bei solchem Wetter, aber ich weiß. Okay, ich bin ein wenig unnormal, was so Kälte und so angeht, aber egal. Das ist ein Thema für ein anderes Mal wahrscheinlich. Ja, und dann hatte ich Mittagspause. War auch ziemlich chillig. Dann hatten wir 1 Stunde Deutsch, da hatten wir halt die erste halbe Stunde wirklich mal halt etwas halt durchgeschaut, das Thema halt. Und dann die letzten 20-15 Minuten konnten wir chillen. Ah, deswegen liebe ich auch meinen Deutschlehrer einfach. Der ist uns einfach meistens jetzt schon die letzten Male hat er uns 10-15 Minuten mal einfach chillen gelassen. Einfach die letzten 10-15 Minuten chillen gelassen von den 50, die man insgesamt hat. Das ist einfach so nice. Und danach hatte ich halt das Schlimmste vom ganzen Tag, 2 Stunden Mathe, aber sie halt, also halt Mathe hoch oder Hochstufe, wie auch immer das will, sagen wir verdammt nochmal Deutsch, kein Plan!
Ich hab wieso gerade zu wenige Gehirnzellen, die aktiv sind, um das jetzt herauszufinden. Aber ich hab sogar wirklich, glaube ich. Oh, Junge. Das tue ich manchmal in meinem Körper an. Aber wie gesagt, das war nicht meine Absicht. Ich wollte die Nacht mal gar nicht durchziehen. Also nicht schlafen. Ich wollte eigentlich schlafen. Ich hab sogar schon um 12 Uhr. Was war's? 22:30 Uhr. Probiert, aber. Nee, hat nicht funktioniert. Hab bis 12 Uhr bis 0 Uhr halt. probiert. Hat nicht klappt, hab schon gedacht, okay, wenn's nach so langer Zeit nicht funktioniert, dann geh einfach auf und guck Videos. Hab ich gemacht und ja. Was auch erfrischend war heute Morgen, ich bin auf einmal in die Dusche gegangen, das hat so gut getan, weil ich bin erstens viel wacher geworden halt noch. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt wie so öfters machen. Wenn ich morgen nicht verschlafe, was aber gut möglich ist, wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt wach war, dann werde ich auf jeden Fall ziemlich lange schlafen. Wahrscheinlich um die 10 Stunden. Ich werde wahrscheinlich um 20 Uhr heute schon weg sein. Aber ja. Und wie scheint, sind wir allein hier. Gott sei Dank. Oh, komm, ich nehme mal die Fähigkeit mit, lieber. Okay. Ah, ich werde nicht von Teams genervt hier. Was habe ich gerade gesagt? Gerade in dem scheiß Moment, wo ich das sage, ist ein verdammtes Pferd. Und ich habe die Waffe gemacht. Ja, Kruzifix. Ich darf ja wohl nicht wahr sein. Ich bin wahrer Profi. Schön wär's. Nee. Das war nicht meine Absicht. Sondern meine Inkompetenz wieder mal. Oh Gott. Ja, da habe ich lieber Heilung, weil mit dieser Fähigkeit ist man einfach eingefunden und wird dann, kann man eigentlich theoretisch dann gezielt abgewartet werden und dann puff tot. Also einen Headshot kassieren halt. Wenn man so drüber nachdenkt. Deswegen spiele ich lieber nicht so riskant. Ja moin. Danke für den Morgen. Also den akzeptiere ich gern. Habe ich gerade wirklich die bessere eigentlich fern. Ah, Kritzefix. Der andere Revolver war besser als der hier eigentlich. Ach egal. Ich habe hier wenigstens den Bogen, also. Wenigstens habe ich den nicht aus Dummer jetzt zerstört. Sonst hätte ich aber wirklich einen Anfall bekommen hier. Weißt du, wo der Typ hin ist, der, den ich vorhin reiten gehört habe? Der wie sagt man das Deutsch? Scheiße, mir fällt gerade nur das luxemburgische Wort ein. So entlang unseres Dorfes, da des kalten Nebeldorfs geritten ist, oder ob der halt gezielt in das Dorf gegangen ist. Ach, was weiß ich. Oder ich hab's mir wieder eingebildet, was nicht. Und nun mal erst mal denkt, wie lange ich wach bin. Obwohl ich habe gehört, dass so erste Illusionen passieren so nach ungefähr, wenn man 72 Stunden, glaube ich, wach ist. Dann fangen so langsam Illusionen an, habe ich gehört. Alles will ich nicht rausfinden. Ich war das Höchste, was ich immer, was ich so bekommen werde, wird wahrscheinlich um die 30 Stunden. Aktuell in meiner Jugend. Wie später dann als Erwachsener ist, oh Bruder, will keine Ahnung, wie schlimm das dann da wird sein, ne? Ey, es klingt doch geht. Ah, da. Alles klar. Zeig dich. Das hätte ich mir denken sollen. The fog sets in. Oh, nice! Ah, leg mich doch! Scheiße. Ich vergesse jedes verdammte Mal, dass wir Team spielen! Kruzifix! Oh Gott, oh! Ich bin tot! Scheiße! Ich vergesse jedes Mal, dass wir Team spielen, ey!
Oh, am Anfang habe ich gesagt, oh, zum Glück sind keine Teams und dann vergesse ich volle Kanne wieder später, dass ich ein fucking Teams bin. Ich sollte das wirklich mal beibringen, Alter. Ich bin so ein verdammter Spassi, was so Sachen zum Verhalten geht halt. Ich habe den Satz länger gemacht, als ich eigentlich sollte. Oder wollte, wie auch immer. Kruzifix, wir sind bei 15 Minuten. Okay, wenn etwas kürzer das Video, weil ich habe noch eigentlich für Tesla, deswegen will ich das halt so schnell wie möglich hier fertig bekommen. Ich habe nicht noch ein CSGO-Video aufzunehmen und ja. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal.